Guten Tag. Heute zeigen wir Ihnen, wie man fachgerecht eine Pizza seinem Körper zuführt, ohne dabei Gefahr zu nehmen, zu verhungern. Also, man besorgt sich zuerst Besteck, Gabel, Messer. Man nimmt das Gabel in die linke Hand und das Messer in die rechte Hand. Versucht dann, das Opfer mit einem gekonnten Stich abzutöten und dann zu zerteilen in mundgerechte Portionen. Man versucht dann, das erlegte Gut dem Mund zuzuführen, was aber nicht immer gelingt, zum Beispiel jetzt. Dann versucht man es noch einmal. Man nimmt dann geschickte Bewegungen auf, versucht, dass man etwas Käse dazu nimmt, der jetzt nicht mehr so heiß ist, aber mit etwas Geschick funktioniert es. Nicht vergessen, auch die interne Zerteilfunktion muss installiert sein. Also man muss regelmäßig ein Update machen von seinem Körper. Das funktioniert ja schon sehr gut. Nächstes Mal? Nein, stopp. Heute. Sollte der Körper das Bedürfnis haben, etwas Flüssigkeit aufzunehmen, legt man das Mordgeschirr auf den Teller, fasst mit der linken Hand den Becher, führt ihn vorsichtig zum Mund und versucht dann mit extremen Schlürfbewegungen das Gut in sich hineinzusaugen. Sollte das gelungen sein, kann man es wieder abstellen. Widmet man sich dann wieder diesen Oliven, Zwiebeln und es dort. Man kann hier sehen, wenn man es nicht richtig macht, man zerschneidet sich blöde.